So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Folge von The Captain, also diesem ersten Durchlauf, den wir jetzt mehr oder weniger relativ schnell zu Ende führen, denn ich hatte das dringende Bedürfnis, zwei meiner Ziele, nämlich Ortis zu retten und Eden, dann umgesetzt, als die Warnung ausging, dass Ortis stärker bedroht ist, als mir das lieb ist, und wir sind jetzt eigentlich schon auf der Erde. Um das aber auch gleich vorweg zu sagen, das wird nicht der letzte Schritt sein hier mit dem Captain. Denn ich habe natürlich vor, dass wir noch einmal zurückkehren zu der Entscheidung, wie wir mit den Kindern der Natur umgehen. Und ich habe deswegen meinen Spielstand kopiert. Und setze aber an dem Spielstand an, bei dem wir zum Schluss aufgehört haben, nämlich auf der Erde. Und bin sehr gespannt, wie sich die Lage jetzt hier entwickelt. Und nehme Kontakt mit der Erde auf. Oedipus Control, bitte nenne dein Anliegen. Ich muss mit dem Kommandanten auf Oedipus sprechen. Ich denke, das wäre dann Admiral Whitfield. Und was soll ich als Grund dieses Treffens angeben? Ich bringe eine Brennstoffzelle mit nach Hause, damit wir diesen Krieg gewinnen können. In Ordnung. Mal sehen. Passt nächste Woche Donnerstag. Was? Nein, ich muss jetzt sofort mit ihm reden. Es ist extrem wichtig. Nun, in Ordnung. Ich kann auch eine dringliche Anfrage stellen, damit du ihn sofort sehen kannst. Es kann aber trotzdem noch eine Weile dauern, bevor du ihn sehen kannst. Ich verstehe. In Ordnung. Bitte gib zur Bestätigung deinen vollständigen Namen und Titel an. Captain Thomas Wellmore. Danke. Du bist jetzt für die Landung auf Oedipus registriert. Schönen Tag. Danke. Was für eine Schlaftablette. Das gibt's ja nicht. Ja, aber vielleicht auch Signum für die Präsigkeit der ganzen Starfleet. Ich nehme mal an, das wird die letzte Landung. So, willkommen auf der Erde. Willkommen, also da habe ich gerade. Willkommen zu Cedar Mountain. Danke, Cooper. Ich muss dich leider bitten, deinen Shuttle von der Rampe zu holen. Wir müssen das Helipad für ankommende Fracht freihalten. Hast du das gehört, Shuttle? Ich habe einen Haufen diskriminierenden Mist gehört, dass meine Art draußen bleiben soll. Deine Art wäre das die Shuttle-Art? Ja. Okay, können wir später darüber reden? Wahrscheinlich nicht, nein. Shuttle, kehre zum Schiff zurück und halte dich bereit. Okay, ich kehre zum Schiff zurück. Danke, Shuttle. Danke, Kim. Der Schluss. Na gut. So. Mit allen reden. Der raucht. So. Tut mir leid, Captain. Ich kann dich ohne Genehmigung nicht reinlassen. Ich bin hier, um Admiral Whitfield zu sprechen. Ich habe wichtige Informationen für ihn. Ja, das mag stimmen, aber ich kann diese Tür trotzdem nicht ohne Genehmigung öffnen. Okay, okay. Leutnant. Das sieht doch so aus. Leutnant? Ja, Captain. Ich bin hier, um Admiral Whitfield zu sprechen. Ah, du musst Thomas Wellmore sein. Ja. Ich bin Lieutenant Cobb Snare. Schön, dich kennenzulernen, Leutnant. Ich habe eine dringende Nachricht für den Admiral. Ja, natürlich. Ich werde dich zu seinem aktuellen Standort führen. Soldat, wenn du mit der Kalibrierung fertig bist, nimm dir 5 Minuten frei, okay? Danke, Lieutenant. Captain, komm bitte mit mir. Öffne den Käfig, Private Trapper. Ich begleite Captain Wellmore hier zum Admiral. Klar, Lieutenant. Komm schon, Captain. Ist ein bisschen eigenwillig, dass sie sich alle duzen. Hier geht es lang.
Es ist also das technische Wunderkind, das uns alle retten wird, Captain. Tut mir leid, Leutnant. Ich habe schon so viel über diesen Ort gehört, aber ich war noch nie hier. Das ist eine tolle Station. Wie viele Menschen arbeiten hier? Meine Zahlen sind nicht auf dem neuesten Stand, aber ich würde schätzen, dass es etwa 500 Seelen sind. Ich verstehe. Geh voran, Leutnant. Hier lang. Wir fahren mit dem Aufzug in den Betriebsbereich der Station. Thomas? Thomas Velmo? Bist du das? Roland Puttgarden. Lange nicht mehr gesehen, alter Freund. Ich kann es nicht glauben. Es muss 10 bis 12 Jahre her sein. Immerhin. Wie geht es dir? Gut, es ist alles gut. Und du? Nun, schau dich um. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin schlau genug, mich von dieser verdammten Front fernzuhalten. Ich habe schon zu viele dumme Soldaten gesehen, die umsonst in die Luft gejagt wurden. Gut für dich. Und was will hier bei Oedipus? Es tut mir leid, aber ich habe im Moment wirklich keine Zeit zum Plaudern. Ich verstehe. Dieser verdammte Krieg hält uns alle zu sehr auf Trab. Schön gesagt, man sieht sich rollend. Was für eine Pfeife. So, und dann. Oedipus. Da wären wir. Nur eine Sekunde, Captain. Ich werde herausfinden, wo der Admiral ist. Private, ja? Wo kann ich Admiral Whitfield sprechen? Der Admiral befindet sich gerade im Kontrollraum. Danke, Soldat. Warte mal. Captain, hier entlang, bitte. So. Das ist der Kontrollraum. Ah ja, steht da drüber. Admiral. Ja, Snare. Das ist Captain Thomas Velmo. Oh, ja. Du bist so etwas wie eine Legende in dieser Gegend, weißt du? Bin ich das? Entschuldige die Unterbrechung, Admiral. Darf ich mich entschuldigen? Ich habe einige Kalibrierungen, die meine Aufsicht benötigen. Ja, natürlich, Leutnant. Danke. Schön, dich kennenzulernen, Captain. Gleichfalls, Leutnant. Ich bin übrigens Admiral Whitfield. Schön, dich kennenzulernen. Wie ich schon sagte, bist du hier schon seit einiger Zeit eine Berühmtheit. Wie meinst du das? Nachdem du in diesem Desaster einer Transportmission verschwunden bist, haben wir den Kontakt zur Epsilon-Station verloren. Niemand wusste wirklich, was mit dir passiert ist. Aber dann tauchte vor einer Weile das Signal deines Schiffes auf unseren Langstreckenscannern auf und alle begannen, deine Fortschritte zu verfolgen, als du zurückkamst. Es war ein ziemlicher Schub für die Moral der Leute zu sehen, dass du auf dem Weg nach Hause warst. Ich habe eine Brennstoffzelle mitgebracht. Was? Eine Brennstoffzelle? Ja, ich habe sie bei mir. Bist du sicher? Zeig sie mir. Ich kann es nicht glauben. Du hast wirklich einen zurückgebracht. Aber es war nicht einfach. Okay, ich habe jetzt zwei Auszeichnungen nicht bekommen, nämlich alle Außenposten gerettet zu haben und alle Brennstoffzellen zur Erde gebracht zu haben. Verstehst du, was das bedeutet? Wir müssen den Status dieser Brennstoffzelle überprüfen und sofort das Space Fleet Hauptquartier kontaktieren. Komm mit mir. Naja, komm jetzt. Verbinde ich mit dem Spacefleet Hauptquartier hier und starte eine Konferenzschaltung. Sie sollten jetzt bereit sein, mit uns zu reden, Captain. Guten Morgen, Admiral. Guten Morgen, Generäle. Also, Captain Velmo, wir haben gerade die Nachricht von deiner unglaublichen Rückkehr gehört. Ist es tatsächlich wahr, dass du es geschafft hast, eine Brennstoffzelle zurückzubringen? Die Musik ist ein bisschen bedrohlich. Ja, das ist das General. Er befindet sich in diesem Moment in Admiral Whitfields Obhut. Haha, wir waren fast bereit, uns zu ergeben. Du bist ein wahrer Held, Captain. Du hast vielleicht gerade Milliarden von Leben gerettet. Meine Herren, was wir in dieser Mitteilung bestätigen müssen, ist, ob wir jetzt live gehen sollen oder nicht. Kentrick, habt ihr irgendwelche Einwände oder Bedenken? Ja, es gibt immer noch mehrere Außenposten, die von der Unionsflotte belagert werden. Die Oedipus-Explosion wird eine kaskadierende Rückkopplungsschleife in den Unterdrückungsfeldern der Station auslösen, die wiederum ihre äußere Hülle stören wird.
Kendrick, bitte auf Englisch. Wenn wir Oedipus jetzt aktivieren, wird es die Belagerungsstation zerstören. Welche Wahl haben wir? Der Union-Sonnenblaster steht vor unserer Haustür. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Wenn wir ihn nicht davon abhalten können, sein Ziel zu erreichen, die menschliche Spezies ist nicht mehr. Ich hasse es, derjenige zu sein, der das sagt. Aber wir müssen mit der Aktivierung von Oedipus fortfahren. Also gut, was wir vorhaben, ist noch nie zuvor richtig ausprobiert worden. Sorge dafür, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um es richtig zu machen. Wird gemacht, General. Dann ist es also entschieden. Verschwenden wir nicht mehr Zeit oder Leben als unbedingt nötig. Viel Glück, Männer. Lass dies den Moment sein, in dem wir einen Schlussstrich ziehen. Hauptquartier out. Gut so, Captain. Wir können fortfahren. Lass uns zur Infusionskammer gehen und diesen bösen Jungen installieren. The Bad Boy. Okay, Captain. Das ist es, was jetzt passieren wird. Wir werden die Oedipus-Sprengantenne mit der Brennstoffzelle aufladen. Und wenn die Sterne günstig stehen und unsere Forscher und Ingenieure ihre Arbeit getan haben, beenden wir den Krieg. Admiral, wenn du die Zelle hast, ich werde das jetzt installieren. Wir werden anfangen, das Ding aufzuladen. Hier ist es. Ach du meine Güte. Wenn man bedenkt, dass ein so kleines Ding die Macht hat, den Krieg zu beenden. Okay, Leute, diesmal gehen wir live. Würden die drei Brennstoffzellen möglicherweise dazu führen, dass das... Was würden die drei Brennstoffzellen bewirken? Na, ich bin gespannt. Okay, es scheint alles zu funktionieren. Containerbrücke wird gehalten. 50 Hertz Fluss enthalten. Gut, sehr gut. Also, Professor, haben wir eine Waffe? Das muss etwa eine halbe Stunde aufgeladen werden. Aber sonst, ja, ich glaube, das haben wir. Gut gemacht, Professor. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der verdammte Luftangriffsalarm. Ich bin gleich wieder da. Warte hier. Everton. Wir werden angegriffen. Das geht ja gut los. Der Bekloppten kommt ein Schlag auf den Kopf und alles wird schwarz. Sie haben sie mitgenommen. Sie haben die Brennstoffzelle mitgenommen. Wer sind Sie? Droiden, ein Mann in einem Rollstuhl. Was? Ein Mann im Rollstuhl hat die Brennstoffzelle gestohlen. Er hatte Robotergliedmaßen und eine Silbernase. Er will... Du musst sie zurückholen. Du musst sie, die Space Fleet. Das ist super. Okay, ich muss die Brennstoffzelle zurückholen, bevor es zu spät ist. So, was haben wir hier alles? Thermoskanne. Schlüsselkarte. Ich muss die Brennstoffzelle finden. Ah, endlich. Ich habe alles, was ich brauche, um meine Entwicklung abzuschließen. Ich freue mich für dich, Boss. Ja, diese Brennstoffzelle wird meine gesamte Kybernetik jahrhundertelang mit Energie versorgen können, weißt du? Es war eine gute Idee, diesen Ort im Auge zu behalten. Ich wusste einfach, dass eine Brennstoffzelle irgendwann hierher gebracht werden musste. Das war sehr clever von dir. Also dann... Lass uns mal loslegen, ja? Ich gehe einfach in die Kammer und schnalle mich an die Maschine. Bist du fertig damit herauszufinden, wie du die Steuerelemente dort benutzen kannst? Ja, ich glaube schon. Gut. Sag mir sofort Bescheid, wenn etwas schief läuft. Natürlich. Und noch ein Mensch. Mist. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Das ist vielleicht nicht notwendig. Sie werden nicht hierher kommen. Also, ich glaube, sie wollen die Brennstoffzelle in den nächsten Raum bringen, wenn ich mich nicht irre. Ich muss einen Weg finden, an dem Droiden da drin vorbeizukommen. Seufz. Ich schätze, ich muss das ganze Zeug hier durchsehen und sehen,
ob ich etwas Nützliches finde. Und dann tun wir es nochmal. Das dauert ja vielleicht nicht so lange. Blaues Kabel. Nehmen wir erstmal alles mit. So, das war eine Zange. Das ist die Tür. Gut, damit kann man nichts anfangen. So. So, die Lage ist ja nun hinreichend bedrohlich. Ich schau mal noch eins an. Thermoskanne. Nehmen wir es einfach mal. Zahnbürste, keine Ahnung. Ob ich die brauche für irgendwas. Drahtschneider. Schraubenzieher. Also eine ganze Werkzeugkiste packen wir hier ein. Das ist leer. So, ist es sonst noch was? Was ist das? Ein kaputter Kopf? Es ist ein Druidenkopf. Er ist sauber abgetrennt. Alle Komponenten sind abgeschraubt und entfernt. Tief im Inneren des Metallkopfes befinden sich viele hunderte von winzigen Tränen. Sie scheinen mit der Auslösung verschweißt zu sein. Kann ich den jetzt draufsetzen? Es ist wirklich Sinn, den winzigen Zustand zu tragen. Flachkopfzange. Die gesamte Elektronik im Inneren wurde entfernt. Das ist jetzt das, was ich ein Druidenhelm nennen würde. Na, dann setzen wir ihn doch mal auf. Okay. Scannen. Druidenkopf erkannt. Keine rote Streife. Berechnen. Ich habe das Kommando verteidigt, General. Der Scan-Algorithmus scheint ein bisschen schwach zu sein. Aber er tut ja das Übrige. Ich denke, ich probiere jetzt nochmal da reinzugehen. Da kann ja nichts passieren. Im schlimmsten Fall lade ich nochmal neu. Oh, hallo. Du solltest wirklich nicht hier drin sein. Vielleicht kannst du sehen, wir gehen und den Gang da draußen reinigen. Das ist richtig. Ich muss mich nur in meiner Umgebung zurechtfinden. Okay, aber beeil dich damit. Ich will nicht, dass der General dich hier drin findet. Klar, kein Problem. Ich bin im Handel und drehe wieder draußen. So. Pizza. Warum nicht? Wer weiß, wofür ich es brauche. Okay, da geht es zum General rein. Das ist der Typ. Rotes Bandana. Das hat draußen ja der... Gehe ich nochmal raus und probiere, bevor ich mit ihm nochmal rede. Probiere nochmal was anderes aus. Jetzt mal. Anziehen. Ah. So, und jetzt probieren wir nochmal. Scannen. Druidenkopf erkannt, Kommandant gesichtet, ich habe nicht das Kommando. Okay, das hat funktioniert. Also das mit dem roten Streifen scheint offenbar ein besonderes Erkennungszeichen zu sein. Captain Y12, ich dachte, du würdest bei dem Angriff angeschossen und zerstückelt. Mir ist kein solcher Vorfall bekannt.
es muss eine Störung in meinem Wahrnehmungschip geben. Ich befehle dir, dich dauerhaft zu deaktivieren. Bitte? Dauerhaft? Ja, ich fürchte ja. Aber ich unterstütze gerade den General. Ich soll seine Verwandlung beaufsichtigen. Ich sollte das wirklich überprüfen mit... Ich bin dein kommandierender Offizier, du befolgst besser die Befehle. Aber es geht um meine dauerhafte Deaktivierung. Das ist es. Ich glaube nicht, dass du willst, dass der General erfährt, dass du angefangen hast, Befehle zu missachten. Oh Gott, nein, das könnte böse enden. Also, dann mach weiter, du hast deine Befehle. Ja. Dauerhaft deaktivieren. So, das ging ja gut. Puh. Das war nicht sehr angenehm zu tragen. Na, da bin ich mal gespannt. Ich hab das Spiel ja schon mal durchgespielt, deswegen würde es jetzt ein bisschen schneller gehen. Hey, wer bist du? Rob, hier ist ein Eindringling. Rob, es bringt nichts, nach deinem Droiden zu schreien. Er kann dich nicht hören. Was hast du getan? So sieht man sich wieder, General. Ich glaube, ich habe ein bisschen... So sieht man sich wieder, General. Ich erkenne dich. Du bist der verlorene Captain der Space Fleet. Ich bin Thomas Wellm, danke. Und ich bin nicht mehr verloren. Ich bin angepisst und es ist mir wirklich egal. Jetzt krieg ich zurück unter den Stein, unter dem du, aus dem du gekommen bist, also unter dem du hervorgekommen bist. Vielleicht, was machst du hier? Du verstehst es wirklich nicht, oder? Nein, das kann ich nicht behaupten. Du Narr, ihr Menschen habt nie verstanden, was ihr geschaffen habt. Wovon sprichst du? Die Brennstoffzelle. Ich spreche von der erstaunlichsten Maschine, die je geschaffen wurde. Oh mein Gott, du hast die Brennstoffzelle an deiner Brust befestigt. Ja, das habe ich in der Tat. Ich brauche es. Es ist mein Herz und meine Seele. Du bist verrückt. Nicht verrückt, nein, ich bin bereit. Diese ekelerregenden Einschränkungen der biologischen Materie werden bald der Vergangenheit angehören. Ich mache den nächsten Schritt in der Evolution. Mit der Energie, die diese Brennstoffzelle liefert, wird meine Verwandlung ewig werden. Ich werde als reine Maschine wiedergeboren werden. Metallische Perfektion mit unbegrenzter Leistung. Ich werde ein Gott für dich sein, Insekt. Nun, du siehst jetzt nicht mehr so stark aus, oder? Warte nur, bis ich hier fertig bin, dann werde ich dich zerstören. Nun, dann werde ich eben nicht warten. Okay, mal sehen. Es sieht so aus, als sollte dich das hier runterbringen. Wag es nicht, das anzufassen. Ha, netter Versuch, Captain. Ah. Okay, ich muss... okay, das sind die Knoten. Okay, fangen wir mal mit. Hände weg von dem Knopf. Du löst einen Stromstoß in der Maschine aus. Das Ergebnis könnte sehr unvorhersehbar sein. Ich verstehe. So. Dann. Das war zu wenig. Also das muss das hier lösen. Machst du doch. Das tut wirklich weh. Zurücksetzen. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Probieren wir uns auch mal aus. Eine langwierige Prozedur. 2, 4, 6.
zu wenig auf den zweiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Da hatten wir 8. Ah, da ist es überhitzt. Ah! Okay, also ich muss die maximale Energie finden. Pro. Das wäre ja einfach zu gewesen. Okay. Wir müssen einfach umsoweit. So, also das heißt, der Dreier kriegt 2. Der kriegt 9. Und der kriegt 6. Knoten 6. Und dann machen wir den Knoten 4. 2, 3. Wir probieren es mal aus. Also 6, 9, 2, 4. Das war zu viel. Gut. 6, 9, 2, 4. Okay, nein. Das war jetzt gar nicht so genau. Dann müssen wir es auch machen. Dann müssen wir den Channel davon sein. 6. Das ist leicht. Das machen wir bis 9. 2. So. Und jetzt mal gucken, ob das passt. Das sieht gut. Okay, seine Roboter klingt maßlos. Und jetzt lösen wir ihn vom System. Oh Gott, das will nicht. Das ist irgendwie schon traumatisch. Hey, General, kannst du mich hören? Was? Was ist hier los? Ich habe dich von der Maschine runtergeholt. Warum hast du das getan? Du bringst mich um. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich brauche diese Brennstoffzelle wirklich. Nein, du kannst du nicht tun. Du kannst sie nicht behalten. Ich brauche sie. Ich habe Nein gesagt, verdammt. Rob, wo ist er? Rob! Du faules Stück Schrott, komm rein und erschieß ihn. Tut mir leid, General. Ich musste Rob dauerhaft deaktivieren. Was? Nein. Nein. Tut mir leid, sonst hätte er mich hier nicht reingelassen. Rob. Was hast du getan, du Monster? Wir müssen ihm helfen. Er hat den Verstand eines Kindes, General. Hör mir zu. Rob ist fort. Das wird ein Ende haben. Das ist dein Schicksal. Die Entscheidungen, die du getroffen hast, liefen auf diesen Moment hinaus. Ich habe nie einen fairen Deal oder eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Lüg dich nicht selbst, General. Schwache Menschen glauben an die Umstände, starke Männer glauben an Ursache und Wirkung. Ich halte dich für einen starken Mann, General. Steh zu deinen Entscheidungen, das ist es. Halt die Klappe, du verwundert kleiner Junge. Wir müssen den Krieg und sein sinnloses Töten beenden. Warum? Was meinst du mit warum? Warum? Warum willst du das Töten stoppen? Weil es falsch ist. Die Menschen wollen leben. Unschuldige Menschen verdienen es zu leben. Ha, es gibt keine unschuldigen Menschen. Ich wurde seit meiner Geburt von unschuldigen Menschen geschlagen. Menschen sind verdammt fehlerhaft. Ich verabscheue sie und ich verabscheue dich so sehr. Wenn du das so siehst, tut es mir leid. Ich muss jetzt die Brennstoffzelle aus deiner Brust entfernen. Ich schätze, das würde dich umbringen. Tu, was du tun musst, du Feigling. Es ist mir egal. Richtig. Ich wünsche dir eine friedliche Reise, John. Ich hasse diese. Und das alles dafür, das ist echt wirklich der ganze Wahnsinn nur dafür. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert mit dem.
Ich bin war es clever, Eden zu retten an Ortis. Ich hätte vielleicht die Medikamentenstation und diese Tromium-Müllhalde retten sollen. Na, wir springen ja nochmal zurück nach Pi. Okay. Komm. Bringen wir es zu Ende. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwie fühlt sich das Ende nicht großartig an gerade. Des Sonnenblasters verteilten sich im Universum und die unmittelbare Bedrohung für die Erde und die Raumflugkette war verschwunden. Andere Teile der Space Fleet spürten jedoch die Auswirkungen des Krieges. Die von Oedipus ausgelöste Verteidigungswelle führte zu einer verheerenden Rückkopplungsschleife zu mehreren wichtigen Außenposten im gesamten Sektor. Oh. Die Zerstörung war unvermeidlich und vollständig. Also wie der General das angedeutet hatte. Der Fall von Außenposten Rembrandt, dem Finanzzentrum der Space Fleet, markierte den Beginn eines wirtschaftlichen Abschwungs. Die Space Fleet konnte ihre Präsenz in der Galaxie nicht mehr aufrechterhalten und leitete in den Folgejahren eine lange Reduktion ein. Fremdinteressen wurden stärker und die Space Fleet wurde unter dem Lemianischen Staat langsam verkleinert. Der wachsende Bedarf an medizinischen Hilfsgütern nach dem Krieg konnte nicht gedeckt werden, da die wichtigste Produktion in der Endphase des Krieges zerstört worden war. Eine bisher unbekannte Seuche epischen Ausmaßes brach im gesamten Sektor der Space Fleet aus und forderte Millionen von Toten. Gut, dann darf ich Ortis und Eden nicht retten. Die Verwüstung von Eden endete als die größte Umweltkatastrophe der Neuzeit. Die Tromium-Produktionsanlage versprüht tausende Tonnen giftiges Tromium in der Nähe der Erde. Auch wenn der Effekt in der unmittelbaren Zukunft nicht sichtbar sein würde, waren sich die meisten Wissenschaftler einig, dass er zu einer Massenauswanderung der Erde führen würde. Da stehen sie in den Trümmern, ey. Auch wenn es der Space Fleet gelang, die Sonne vor der totalen Zerstörung zu bewahren, waren die Auswirkungen des Kriegs für die Erde verheerend. Captain Thomas Vamo ist aus der Space Fleet ausgetreten, nachdem er die Medaille für tadellosen Dienst erhalten hat, die höchste Auszeichnung der Space Fleet. Nach dem Krieg wurden Thomas und Sarah wieder mit ihren Kindern vereint. Trotz der Schrecken des Krieges und all der Zerstörung um sie herum fanden sie Trost ineinander und schafften es, ihr Leben gemeinsam wieder aufzubauen. Ende. Ach, das ist.
Ich meine, gut, ich habe mich darauf eingerichtet, dass das so ein Problem ist mit den Außenposten. Aber dass es jetzt tatsächlich so zurück auf dem Schiff. Ah, das sind unsere Droiden. Hier, Party. Ach, ist das süß. Schiff. Ja, Mr. Clasys. Also, wann kommt der Captain zurück? Der Captain ist im Cockpit. Was? Nein. Nur check noch einmal deine Sensorenschiff. Das ist nur ein Partyballon. Captain Fu. Ich verstehe. Ich muss meine Sensoren rekalibrieren, um nach möglichen Ballonduplikaten zu suchen. Klingt lustig. Besteht irgendwas anderes auf dem Schiff aus Ballons? Unklar. Der Captain ist also immer noch unten auf Oedipus. Zweifellos. Ich. Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe noch nie von einer Space League-Basis in Utah gehört. Ist die neu? Ja, sie wurde vor 4 Jahren fertiggestellt, im Jahr 3295. 2295 meinst du? Nein, 3295. Haha, du bist ja verrückt, Schiff. Dann wäre ich ja mehr als 1000 Jahre alt. Korrekt. Was immer du sagst, Schiff. Es fühlt sich an, als hätte ich endlich etwas gefunden, in dem ich gut bin. Partydekoration. Schiff? Ja, Chef? Ist alles so, wie es sein sollte? Alle Systeme liegen innerhalb der erwarteten Parameter. Warum fragst du? Kein Grund, nur Chef? Ja, Chef? Vermisst du den Captain? Oh ja, das tue ich. So sehr. Ich mache mir Sorgen um ihn. Du weißt, dass du dich jedes Mal so fühlst, wenn du das Schiff verlässt. Entschuldige mich, Shuttle. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Mann jemals zurückkommt. Weißt du? Aus den jährlichen Dienststatistiken von Spacefleet geht hervor, dass mehr als 8% der Captain jedes Jahr auf Außenmissionen sterben oder verloren gehen. Ich stimme zu, dass es nicht viel ist, was man sich erhoffen kann, aber es sind Zahlen wie diese, die mich durch den Tag bringen. Halt die Klappe, du Trottel. Hahaha. Es tut mir leid, aber es ist wirklich zu einfach, dich zu ärgern. Shuttle, das reicht. Jeff, mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin sicher, dass er bald zurückkommt. Ich nicht. Gut, das war der Captain. Jetzt sehen wir nochmal hier, was wir für uns entschieden haben. Das war ganz am Anfang. Dann kommt der Wüstenplanet. Ach, das war VL-64. Das war Soma. Und die Oct mit Straw. Das tut mir immer noch leid. Epsilon haben wir ohne Ende gespielt, was eigentlich ziemlich cool war. Oh, auf dem Planeten war ich gar nicht. Da haben wir den Urlaub erlebt. Fenton Perth war das. Oh, das war gut. Talaron war ich nicht. Das war Fenton Perth, helfende Hand. Oh Gott, Lime haben wir komplett ausgelassen. Okay, das war Pi. Das Space Gate haben wir komplett ausgelassen. Und Oedipus haben wir abgefeuert. Okay, die habe ich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitschauen. Es hat mir wirklich großartigen Spaß gemacht,
das Spiel in der Form hier auf dem Kanal zu haben. Und ich werde jetzt in weiteren Folgen nochmal zurückgehen nach Pi und den Kindern der Natur helfen. Möglicherweise gelingt es mir ja doch noch irgendwie, Brennstoffzellen zu finden oder Sternfragmente. Vielleicht gehe ich doch zurück nach zum Urlaubsplan. Ich meine, das ist ja gerade erst gewesen. Ich kann doch nicht guten Gewissens die gesamte Bevölkerung dieses Planeten töten, nur weil ich dieses Sternfragment brauche. Ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Also, wie ich das mache. Aber darüber denke ich nochmal nach, was ich damit mache und wie weit ich zurückspringe. Für heute war es das aber erstmal von meiner Seite. Und ich würde sagen, ich lasse den Credits noch laufen, bin aber selber erstmal raus. Bis dahin, ciao.